Willkommen zurück, liebe Leute, zu Yoshi's Woolly World. Wir haben heute das sehr komplizierte aussehende Welt 3.8 vor uns. Die letzte Welt vor dem dementsprechend vierten Level. Ich werde schauen, dass ich die jetzt heute in dem paar Durstnudel und mich im nächsten paar gleich der Welt 4 widmen, um mit dem Spiel ein bisschen voranzukommen, da wir da schon relativ lange, von meiner Meinung nach zu lange, dran rumnudeln. So, das sieht wieder relativ, das war unnötig, ja, mehr oder weniger klassisch aus, dieses Level hier. Also, klassisch ist Level, wo man die Raketen zum Freund und Helfer voran machen muss. Auch wenn die dies nicht zwangsweise sind. So, ja, ich wollte eigentlich draufstürzen auf die Raketen, aber was heißt drauf? Hier ist man ja am Arsch. What the fuck? War da nicht gerade eine Mittelfleck oder habe ich mich da jetzt irgendwie vertan? Ich glaube, ich habe mich einfach nur vertan. Wäre auch ein bisschen früh gewesen, irgendwie aktiv vor einem Mittelfleck. Manchmal pressen die, ja, kann nicht gut sein, dass ich mich da vertan habe. So. Ah, man kann auf dem Dings gehen. Das ist interessant. Nein. Und das ist unnötig, weil ich mal weniger im Untergang einfach zu geweiht bin durch diese Scheiße hier. Also kann ich das umbringen lassen. Ja gut, also solche Fails werden mir jetzt nicht länger unterlaufen. Habe mich dazu entschlossen. Nein. Ich bin jetzt dann blind und sehe nix. So, ich laufe dem einfach hinterher. Ja. Ja, genau, weil es auch genau auf mich fällt. Ja, nee, ist. Jetzt mal ernsthaft. Ich hab ein bisschen Angst irgendwie gerade. Das ist in einem Level, ja, ein bisschen ungünstig verrecken wird. Ach, süß, die Ente. Naja, braucht man Wolle. Und als ich hier in diesem Level instant noch kein Wolle-Top gesehen habe. Das. What the fuck? Ach, das sind kleine, die sich verstecken, oder wie? Das ist süß. Das sind so süß, süße Fieser. Kann man glauben, dass das. Nein? Eigentlich Gegner sind, ne? Eine sehr unglaubliche Sache. So, hier haben wir zum ersten Mal nach seit Jahrzehnten wieder Walle. Auf das Entenkügel springen wir drauf, machen Schrott. So. Sehr schön. Die Walle wird uns jetzt was nutzen. Ein bisschen Eindruck. Ah, fuck! Was war das? Mann, das heißt, in unnötigen Sachen verspielt man seine Leben. Perfektes Beispiel hier, ne? Das wäre jetzt auf der Nötig war das gerade, ey. Halleluja. So, weil es hat mir jetzt schon entschlossen, wirklich hochwertigen. Ey, Digga, hochwertigeren Content zu bringen als bis jetzt. Aber in letzter Zeit sollte das mit der Mikro- und Audioqualität auch schon ganz gut klappen. Und zumindest was diese Art von Qualität, ich bin noch gerannt, betrifft, bin ich regelmäßig dabei, mir diese wirklich zu erneuern. Ich denke mal gerade jetzt in letzter Zeit sollte sich meine Qualität eigentlich hoffentlich ganz in Ordnung anhören. So, hier könnte man irgendwie was auf. Nein. Nein. Hier. Okay. So. Ja, ich glaube, das wird dann später mal irgendwie so ein Endboss. Habe ich so den leisen Eindruck. Ah, die hoppen einfach runter ins Verderben. Finde ich gut. Jo, jo, wie die einfach die anderen nicht kaputt machen. Aber ich glaube, letztes sind die dann doch irgendwie noch Leben retten, weil die Wolle bringen die Dinger. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass es so zum Endboss geht, ne?
Nee. Eine. Ich habe jetzt halt keine Walle. Ich das hätte deshalb jetzt freiwillig nochmal zurückgehen. Ja gut, so weit bin ich jetzt letztes nicht zurückgegangen. Aber das dann ein bisschen gehe ich dann doch zurück, um die Wolle zu holen, weil ich da einfach auf der Safety-Seite bin. Dann weiß er nie. So, jetzt kein unnötiges Heiß machen, dann ist man weg. Übrigens, Leute, wir haben jetzt wieder ein paar mehr Leute gefragt, so bezüglich meines Play-Projekten, weil es halt mal sehr aktiv. Das hier ist mal auf, das Volleyball noch, Super Mario Maker, Splatoon 2, Mario Kart 8. Was ist das für ein Assi, jetzt mal ehrlich. Mann, ich kann das wieder nicht retten, ist ätzend. Mario Kart 8 und eben das Lego City Undercover neu. Und ja, damit bin ich auch ganz zufrieden mit den Projekten. Und ja, ziehe Upload-Plan, an den ich mich jetzt halten werde. Da seht ihr ja, was da jeden Tag irgendwie kommt. Und irgendwann am Tag wird das dann jeweils auch kommen. Und das passt dann auch nächstes Mal ganz gut. Und wie gesagt, ja, weil die Waldmesse möchte jetzt langsam beenden, weil es. So ein Item. Ja. Weil ich jetzt ein neues Projekt starten möchte. Im nächsten sehr cooles Projekt. Nein! Ich kann warten, bis die nächste kommt. Da bin ich jetzt noch Super Yoshi, dem man nichts tun kann, oder kann man inzwischen wieder was tun? Gut, das ist gerade okay. Oh, ich glaub's auch wieder Walle. Oh, hier muss man hochgehen. Nein! Nein! Wie habe ich das jetzt angestellt? Meine Fresse, langsam wird es jetzt zu lange. B. Ah, fuck it. Da legt mich, kann man natürlich nicht zurück. Wollte dann Tupi-Dupi Item hätte gegeben. Muss halt ohne durch. Ich hab halt keine Lust, das jetzt hier 100 mal so machen, ne? Vor allem muss ich gleich weg. Ja, kann wenigstens unter und bei Item holen, damit bin ich mal besser dran. Ja, jetzt keine dummen Fehler machen. So, hier ist wieder Wolle holen. Und dann jetzt auf die nächsten Raketenzug warten. Ist das hier richtig? So. Vermute mal schon. Und hier kommt jetzt der böse Endboss. Von Welt 3. Kann es aber nicht lassen. Was für ein Glück habe ich da schon was eingefädelt. Komm her. Pass doch auf. Na, ist ja auch egal. Mach deine Arbeit und trenne diesen nervigen Yoshi auf. Ah, das glaube ich wohl kaum. Oh, schon wieder fetter Boss. Bin ich immer noch unverwundbar? Ja, nice. Die Scheiße kann mir irgendwie gerade instant nichts tun. Ich glaube, ich muss anfangen, den jetzt hier irgendwie abzuwerfen, oder?
Ich weiß, was ich machen muss. Nein! Du Scheiße! Jetzt hat. So. Wir machen Uno geschafft, jetzt kommt das zurück und ist vermutlich ein bisschen wütender. Ich meine, ist ja auch klar. Wäre man nicht wütend, wenn man ihn auf die Fresse hauen würde, ne? Wer wär's nicht? Ja, wir sehen schon, es windet ein bisschen. So. Oh Gott, der ist jetzt doppelt verpackt. Nein! Nein! Scheiße! Nicht mal, was für Glück. Ja, ich darf trotzdem runterfallen, weil ich kann es nicht wieder machen. Ist ein bisschen... Bisschen ungünstig. Weil das sieht jetzt dann wieder irgendwie alles wieder ewig in Länge. Sagt Boombang, aber so krass sollte es damit pressen, das nicht in Länge sehen. Also es sollte noch machbar sein. So, jetzt kommt er wieder, der böse Bubi. Jetzt ist er deutlich saurer, das wissen wir. Aber wie gesagt, in dem Part machst du das eine Level hier und im nächsten Part wird dann Welt 4 kommen. Aber ich nehme das jetzt alles im Einzug auf, das heißt, ich habe definitiv genug Material, also genug vom gestern mich dann voraufgenommen. Ah, der Typ fängt auch noch an zu laufen. Der ist ja gar nicht mal so dumm, wie ich gedacht hätte. So, jetzt hat der Ultra dreifach Panzer vermutlich. Die roten Herzen sind nur Soy. In Wahrheit ist er gar nicht herzhaft mit uns. Er ist ganz böse. Wir müssen uns ja murksen. Gibt's das. Also, den tiefen Vulkan Gewitter haben wir uns mal standgehalten. Komm, bleib doch mal stehen, Typ, sonst kann mir dich nicht frappen. So, hier. Nein. Gut, das heißt immer aus, ne? Lecker, wie oft sollen wir ihn eigentlich noch treffen? Jetzt halt, oder? Nee, jetzt rennt die Scheiße wieder. Jetzt hat ich ja weg, oder? Ja, das sieht gut aus. Nice. Damit haben wir Welt 3 abgeschlossen. Jetzt wird es erst richtig lustig, wenn es dann mit Welt 4 losgeht. Ach Gott, darauf freue ich mich schon. Slurk. Der Part hier wird nicht so langweilig. Ich wollte hier immer nur Welt 3 machen. Im nächsten Part mache ich dann von der Welt 4 die ersten beiden Level und dann geht es immer zwei levelmäßig durch, egal wie lange das dann dauern wird, um das jetzt endlich so zu Runde zu bekommen hier, das Projekt. Meine Herren, bis zur Gamescom habe ich das fertig. So, ich habe nur einen neuen Trick an Stack gehalten, das ist cool. Und der macht jetzt hier eine schöne neue Welt hin. Hui, die sieht alles schön aus, die Waldwelt. Mal schauen, was uns da dann so demnächst erwarten wird. So, mal vielleicht erstmal, ob wir überhaupt hinfinden. Dazu müssen wir erst wieder zurück zur Gesamtkarte. Und nun hier hin. Ins grüne Gewusel. Und dieses Level hier. Erwarte uns zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.